Tschüss Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um Tanz der Vampire. Wer mich schon ein bisschen verfolgt, weiß, ich habe meine Problemchen mit Tanz der Vampire. Es war eins der ersten Musicals, in die ich mich verliebt habe, weil es auch eins der ersten war, die ich in Deutschland gesehen habe und was dieses Mega-Musical-Feeling ausgelöst hat, weil es so eine Riesenproduktion war. So viele Leute auf der Bühne, diese poppige Musik, diese rockige Musik, all das hat so zu mir gesprochen. Auch die Themen in dem Musical, Sexualität, Tod, Verlangen. Ich glaube, es hat mich einfach sehr abgeholt, aber ich glaube auch, viele Leute lieben Tanz der Vampire, weil sie genau das damit verbinden, so ihre erste große Musical-Experience, jedenfalls Leute meiner Generation. Ich habe vor ein oder zwei Jahren im letzten Berlin-Run Tanz der Vampire nochmal gesehen und war mir vorher schon sicher, es ist nicht mehr das Stück, was ich eigentlich mag. Nicht, weil das Stück sich verändert hat, sondern weil die Zeit und ich mich verändert haben. Ich finde, Tanz der Vampire wirkt heute ein bisschen aus der Zeit gefallen, ein bisschen altbacken und im Vergleich, wo es so viel gut konstruierte und Contemporary Musicals mittlerweile gibt, die so viel besser funktionieren, storytechnisch, musikalisch als Tanz der Vampire, wie zum Beispiel Hamilton, Dear Evan Hansen, aber selbst populäre Stücke wie Be More Chill oder Heathers, da fühlt sich Tanz der Vampire einfach ein bisschen alt und clumsy an. Ich habe mir überlegt, wie könnte man das Ganze fixen, wie könnte man Tanz der Vampire mit kleinen Tweaks in die Neuzeit bringen und darum geht es heute darum, wie fixen wir Tanz der Vampire für 2021. Wir sind zum ewigen Leben verflucht, es zieht uns näher zur Sonne. Ich weiß, das alles wirkt sehr anmaßend und es wird genug Leute geben, die mich hassen nach dem Video, weil es so viele Die-Hard-Tanz der Vampire-Fans gibt. Überall in der Welt, wenn man sich einmal anguckt, in wie vielen Ländern der Welt Tanz der Vampire aufgeführt wurde. Es hatte auch einen kurzen Run am Broadway, der lief aber katastrophal, dazu nochmal ein anderes Video vielleicht. Aber was für mich als Kind schon funktioniert hat, ist die Musik von Jim Steinman. Ich finde, an der Musik muss nichts geändert werden. Die Musik ist so perfekt, wie sie ist, aber schon damals wusste ich, okay, die Story ist kind of just da, um alles irgendwie zusammenzuhalten. Alles basiert auf einem Roman Polanski-Film, der auch nicht sonderlich gut war, sondern eigentlich eine Shitshow, die sich ein bisschen über das Vampir-Genre an sich satirisch lustig machte. Man hat probiert, das mit ins Musical zu nehmen und hat einen sehr 90er-Jahre, kind of Humor, sehr altbackenen Mel Brooks-Humor da drin, der aber vielleicht, finde ich, sogar noch angestaubter als Mel Brooks Dracula ist. Aber kategorisieren wir das Ganze mal. Fangen wir einmal an mit Kostüm und Bühnenbild, dann gehen wir rüber zu Humor und dann gehen wir in die Story, okay? Die Jungen wollen nur rammeln und die Alten quatschen bloß. Knoblauch macht aus Bürschlern Männer und aus Greisen Romeos. Nichts auf Erden ist gesünder. 2009 gab es schon ein Redesign vieler Kostüme von Ken Tower. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Jedenfalls wurden da schon viele Pieces ein bisschen moderner gemacht. Gerade der Look der Vampire ist ein bisschen mehr Biker-Rock-mäßig, würde ich sagen. Ein bisschen edgier, bisschen weniger Vampir- und Classic. Das ist aber das Problem bei mir mit den Dorfbewohnern. Immer wieder, wenn wir in die Dorfbewohner sehen kommen, denke ich, oh mein Gott, es sieht so schwierig aus. Knoblauch, super lustiger Song, brauchen wir ihn für die Story nicht wirklich. Brauche ich ihn fürs Auge auch nicht wirklich, weil er grauenvoll aussieht. Man sieht die ganze Zeit nur diese weirden, bärtigen Haare, diese alten Kostüme, die einfach wirklich nur alt und ugly aussehen. Ich wünschte mir, man würde das Ganze, weil das Ganze ja auch Goth-Romantic angehaucht ist, wenn man sich die Vampire, den Graf und all das anguckt, hätte ich mir auch für die Dorfbewohner einfach ein paar Kostüme gewünscht, die ein bisschen mehr Sweeney Todd sind vielleicht. Auch da kriegt man es hin, bürgerliches Leben darzustellen und trotzdem den Spagat durch Tim Burtons Vision der Materie so moderner hinzubekommen. Versteht ihr, was ich meine? Es muss nicht altbacken aussehen. Zeitgleich die ganzen Projektionsgeschichten. Don't get me wrong, ich finde auch Projektionen dürfen im Musical stattfinden, aber es gibt so viel bessere Möglichkeiten heutzutage. Wenn man sich allein Bad Out of Hell anguckt, wo mit Live-Footage auf der Bühne, das gerade gefilmt wird und projiziert wird, gearbeitet wird, oder zur Projektionstechnik von Frozen, da ist Tanz der Vampire einfach aus der Zeit gefallen, sorry. Auch wenn sie jetzt für die neueren Inszenierungen neue Projektionen haben, sieht's immer noch aus wie schlechte PlayStation 1 3D-Grafik. So ein bisschen wie Clipart Stock Footage. Und man kann heutzutage so viel mehr machen. Das ist aber halt die Sache mit Stücken, die damals relativ cool und revolutionär war, weil man sich gefragt hat, oh, wie kann der Schnee vor Alfred runterkommen? Ah, sie haben transparentes Tuch und projizieren der Schnee rauf. Das war 98 krasser Shit gewesen. Heute ist das so ein Bug mit so einem Bart, dass ich finde, die Show bräuchte einfach einen riesigen Look-Revamp. Auch das Bühnenbild, dieses Drehhaus, it's nice. Ich will gar nicht sagen, ich habe mich gerade so viel mit der Broadway-Version beschäftigt und da können wir echt dankbar
dankbar und happy sein über alles, was wir in der Wiener Inszenierung bzw. in der deutschen Inszenierung haben. Trotzdem wünsche ich mir eine bisschen more stylized Vision von dem Ganzen. Statt einfach nur, wir brauchen ein Haus, also bauen wir ein Haus. Wir brauchen Dorfbewohner, also nehmen wir alte mittelalterliche Dorfbewohner-Klamotten. Mein Mittelalter ist ein bisschen übertrieben, es ist ja in dem 19. Jahrhundert. Aber trotzdem, you know what I mean. Kommen wir zum Humor. Ha! Was muss ich sehen? Schämt ihr euch denn nicht alle beide? Ich fand Tanz der Vampire nie sonderlich lustig. Ich weiß nicht, if it's just me, aber so dieser In-Your-Face-Slapstick-Humor funktioniert für mich nicht. Kostas sagt immer, es ist wie Schneewittchen, wenn so die Zwerge schleichen und du hast auf jeden Schritt immer so oder dieses, wo sie um diesen Tisch rumrennen, wo Jagai eigentlich tot geglaubt und dann wieder auferstanden ist und sie sich jagen. Das ist alles so altbacken, sorry, aber auch teilweise echt problematischer Humor, wo ich sagen muss, muss man einer bewusstlosen Frau oder totgeglaubten Frau an den Brüsten hupen mit lustigen Soundeffekten? I don't know, is it just me? Für mich fühlt sich das so weird an und vor allem übergriffig und aus einer Zeit stammt, wo man sich darüber keine Gedanken gemacht hat. Wo ich mir denke, wie kann man sich darüber keine Gedanken gemacht haben, wenn das basierend auf einem Stoff von Roman Polanski ist, der in mehreren Fällen wegen Kindesmissbrauch und Kindesvergewaltigung angeklagt ist und immer noch auf der Flucht, weil er sich seiner Strafe nicht stellen will. Weird. Auch die ganze Geschichte des buckligen Dieners. Ich weiß, das ist ein Trope, der damals viel benutzt wurde und darum aufgegriffen wurde, um sich darüber lustig zu machen. Aber brauchen wir das heute wirklich in der Zeit? Also kind of behinderten Jokes in einer Show wie Tanz der Vampire, wo der Joke nur daraus besteht, dass er grumpy ist und dass man ihn nicht verstehen kann und man denkt so, this is very inappropriate. Dasselbe geht für die Darstellung von Homosexualität. Warum muss es diesen Gay-Panic-Moment geben? Unter Gay-Panic versteht man Folgendes. In Amerika war es so gewesen, wenn man Gewalt gegen Homosexuelle ausgeübt hat oder sie getötet hat, sich dann aber darauf berufen hat, ich habe mich in meiner Männlichkeit bedroht gefühlt, weil ich angeflirtet wurde, wurde das strafmildernd ausgelegt, weil man sagt, ja, also da war ja die Männlichkeit bedroht. Und ich sehe dasselbe in Tanz der Vampire passieren, in der Darstellung von Herbert, dem Sohn von Graf Krollo, der basically nur da ist, um diesen alten Evil-Gay-Stereotype wieder zu kreieren, dass Schwule übergriffig sind und ihr Desire nicht unter Kontrolle haben und unangenehm für Hetero-Leute sind, weil sie sich einfach an sie werfen und küssen ungefragt. Und es produziert einfach so ein Stigma von Homosexuellen, das eigentlich so lang überholt sein sollte und trotzdem mit jeder neuen Aufführung von Tanz der Vampire wieder rekreiert wird. Und ich sehe es zutiefst problematisch, weil ich das offensive finde. Don't get me wrong, es gibt Szenen, die sind einfach lustig und ich will nicht sagen, ich hasse den Charakter per se, aber ich finde, er dient einfach dem falschen Purpose, weil er auch zu nichts anderem da ist, außer um Alfred sexuell zu belästigen und zu bedrängen und ihm Gay-Panik zu geben und flüchten zu wollen und sich nachher, ja, wie gesagt, gewalttätig gegen ihn zu verteidigen. It's just weird, warum müssen wir das da haben? Also, ich glaube, für 98 war es trotzdem krass gewesen, einen homosexuellen Charakter in einem Stück drin zu haben und die Bisexual-Thematik von Graf Krollog, weil er in unstillbare Gier darüber singt, dass er einst in einen Pagen verliebt war. Das ist geschichtlich gegeben, ein Mann und keine Frau. Von daher kriegen wir auch eine sexuelle Offenheit aus diesem Stück, die für 98 cool war. Und das lässt sich in Popkultur ganz viel beobachten. Sachen, die früher forthcoming waren, sind heute so altbacken und weird gewordet, dass es nice, also good intended war, also mit guter Absicht war, aber heutzutage einfach nicht mehr geht irgendwie. Das ist so wording wie in Buffy Vampire Slayer, wo Willow lesbisch ist und dann darüber geredet wird, wie sie früher noch nicht lesbisch war oder bevor sie lesbisch wurde und teilweise so weird Wort-Choices wie It's a Choice Sachen kommen und so, die man heute einfach nicht mehr machen würde, aber die dafür revolutionär waren, dass darüber überhaupt in der Öffentlichkeit und im TV berichtet wurde und für viele hat das überhaupt erst Identifikation geschaffen und Repräsentation geschaffen und trotzdem bin ich der Überzeugung, dass wir das heute rethinken und überdenken müssen, weil es heute nicht mehr nach vorne geht, sondern eher Leute in ihrem Denken zurückhält und Stigmata reproduziert, die einfach eher schädlich für die Community sind. Kommen wir jetzt zum größten Thema, zur Story. Einmal dachte ich, bricht Liebe den Bann. Jetzt zerbricht sie gleich deine Welt. Ich finde, das war schon immer die größte Schwäche in Tanz der Vampire, dass es eigentlich keine gute, grobe, große Story gibt. So. Die grobe Geschichte ist, es gibt dieses Dorf, in dem es einen Grafen und ein Schloss gibt und ein Wissenschaftler und ein Assistent kommen dahin, die Vampire jagen wollen. Der Vampir kommt, entführt die Tochter des Hotelbesitzers, in dem die beiden, also der Wissenschaftler und sein Assistent bleiben. Die beiden, weil der Assistent sich in das Mädchen verliebt haben, rennen hinterher und alles endet irgendwie im Nichts. Also es gibt keine wirkliche Conclusion zu dem Ganzen, außer dass
dass sie den Assistenten gar nicht will, sondern lieber den Vampir. Trotzdem rennt er ihr hinterher. Dann will sie doch gerettet werden, wird aber selbst zum Vampir. Und nachher sind alle Vampire. It's just a mess. Also es ist wirklich einfach messy as fuck. Man muss dazu natürlich sagen, dass dem auch ein fucking messy Film zugrunde liegt. Dieses Roman Polanski-Ding von damals. Trotzdem gibt es sehr gute Aspekte in der Geschichte. Zum Beispiel die Kapitalismuskritik in unstillbare Gier. Draußen ist Freiheit, dieser Drang nach Freiheit. Liebe, Sex und Tod sind so große Motive. Michael Kunze, einer der Kreativköpfe von Tanz der Vampire, hat dazu Folgendes gesagt. Es geht darin ums Erwachsenwerden. Die amoralische und rücksichtslose Welt der Erwachsenen wird durch die Vampire repräsentiert. Und auch hier muss ich widersprechen, denn auch das funktioniert heute nicht mehr. War damals moralisch noch, dass der jüdische Vater seine Tochter einsperrt, weil er sie beschützen möchte, und als er dann gebissen wird und zum Vampir wird, Sex besessen wird, würden wir heute schon in Frage stellen, ob das am Anfang schon moralisches Verhalten war. Zumal der Vater auch vorher schon fremd geht. Also ich finde auch, dass das alles so weird ist, gerade in der Zeit, wo die Moral sich auch so geändert hat zu damals, dass es kompliziert ist, zurückzugucken auf eine Zeit und das genau noch so zu unterschreiben heute. Eins der anderen großen Motive ist die erste Liebe. Und um die ein bisschen zu ergründen, würde ich mal sagen, wir gucken mal, was die Charaktere eigentlich wollen. Wir haben Sarah, die sich in den Grafen verliebt. Wir haben Alfred, der sich in Sarah verliebt. Und wir haben den Grafen, der eigentlich nur Sarahs Blut möchte und sie darum groomt. Er ist ein erwachsener Mann. Die anderen beide sind gleich alt, um die 18. Er ist ein erwachsener Mann, der sie die ganze Zeit bezirzt und in sein Schloss lockt und der mehrere hundert Jahre ist, aber visuelles Alter so, ich würde mal tippen, um die 40 bis 50. Okay, wir haben da eine Grooming-Situation und ja, Grooming gilt nicht nur für Minderjährige, sondern gilt genauso, wenn ich Leute, ja, groome, um sie später zu manipulieren, was er ja tut, um daraus eine Machtposition auszuüben. Und all das hinter dem Kontext, dass Roman Polanski 1977 eine 13-Jährige vergewaltigt haben soll und 1988 nochmal angeklagt wurde wegen Verführung Minderjähriger, macht das so problematisch, das als eines der Main-Motive zu haben und zu belassen? I don't know, es fühlt sich einfach so falsch an. Wie kann man so diesen Roman Polanski-Stoff mit diesem Hintergrund nehmen? Das war 1977, diese Vergewaltigungsklage, und trotzdem hat man 1998 gedacht, es wäre völlig okay, dieses Stück auf die Bühne zu bringen mit diesen Motiven und Leitmotiven in dem Stück, in dem Roman Polanski in Wien Regie geführt hat. The fuck, Leute, the fuck? Aber weiter zurück zu den Charakteren. Wir kriegen vom Graf weiterhin bisexual Vibes, aber trotzdem nutzt er sie nie selber, sondern singt nur im Rückblick darüber, will Alfred dann aber auch bezürzen, aber für seinen schwulen Sohn. It's just a mess. Es ist so over the place mit so vielen Charakteren, weil nebenbei haben wir noch den Vater, der seine Tochter beschützen will, dann selbst zum Vampir wird. Nebenbei fremd geht die Mutter, die trotz Fremdgehen ihren Mann verteidigen will. Das Opfer des Assaults, die von dem Vater angegriffen wird, dann selbst zum Vampir wird und eine Boss-Ass-Bitch wird. I don't know, man, was passiert? Und Professor Ambrosius auch noch, der irgendwie da noch Wissenschaft repräsentiert. What is this mess? Ich habe das mal probiert, ein bisschen für mich zu ordnen und ein bisschen die Wogen zu glätten, ein bisschen auszudünnen, zu sagen, was sind denn die wichtigen Motive, basierend auch auf Interviews mit Michael Kunze. Auch wie könnte man das in die Heutzeit übertragen, denn ich finde auch immer noch, dass Sarah ein sehr schwacher Frauencharakter ist und die Frauen generell nicht sonderlich gut bei wegkommen in dem ganzen Stück. Nicht abschalten, jetzt kommt eine ziemliche gaye Sicht auf das Ganze, aber ich präsentiere euch nachher nochmal eine andere Variante, die auch für mich funktionieren würde. Tauch mit mir in die Dunkelheit ein. Zwischen Abgrund und Schein verbrennen wir die Zweifel und vergessen die Zeit. Was man also machen könnte, was mein Favorite Piece wäre: Wir streichen den schwulen Sohn vom Grafen und embracen einfach seine Bisexuality ein bisschen mehr. Weil wozu brauchen wir den Gay-Sohn eigentlich nur, um das abzugrenzen vom großen Helden, Anti-Helden dieser Geschichte und alles Weirde, was wir negativ assoziieren mit Schwulen, auf den Sohn zu projizieren? Warum greifen wir das nicht auf? Alles in einen Charakter, in den Grafen, das den Grafen auch ein bisschen komplexer wirken lässt. So. Was ist, wenn er gar nicht Sarah bezirzen möchte, nämlich Alfred? Weil Sarah hätte die ganze Zeit bezirzen können. Sie war die ganze Zeit in der Stadt gewesen. Und Alfred came just to this place. So, warum möchte er nicht also Alfred bezirzen, was auch viel mehr aufgreift, was Michael Kunze gesagt hat, dass eigentlich Alfreds innerer Konflikt auch immer ist. Wissenschaft versus Verlangen. Sein Verlangen nach Sarah und sein Verlangen, das aber eigentlich ja Graf Krollock symbolisiert und die Vampire, und auf der anderen Seite sein Lehrer, Professor Ambrosius, der für die Wissenschaft steht und dem er nacheifert und eigentlich
ja, einmal so groß werden möchte wie Professor Ambrosius. Dieses Motiv würde viel besser funktionieren, wenn Graf Krollok direkt was von Alfred wollen würde und ihnen sein Schloss holt. Und es würde Sarah so viel stärker machen, wenn sie sich in Nie gesehen, also in dem Song Nie gesehen, in Alfred verliebt. Gerade nachdem sie von ihrem Vater eingesperrt wird, der ihre Sexualität kontrollieren will. Und sie sagt, no, das machen Männer nicht mit mir. Ich kämpfe jetzt dafür, was ich möchte. Und kämpfe dafür, dass ich meine Liebe zurückbekomme. That would be so much stronger for her. Weil sie sonst einfach ein sehr passiver, schwacher Charakter ist, die zwar so stark ist, dass sie sich gegen Alfred durchsetzt, weil das sehen wir ja sehr wohl, dass sie sehr manipulativ sein kann in rote Stiefel, dass sie ihn zurückschickt, um den Schwamm zu holen, um dann aber zu entkommen, um dem Grafen nachzurennen, der sie ja gegroomt hat vorher, aber nicht die Kraft hat, sich gegen ihren Vater durchzusetzen, als der Graf sie in den Händen hat, auch keinen eigenen Willen mehr hat, sondern sich ihm einfach hingibt. Ich weiß nicht, ich finde, das klingt alles nach einer Männerfantasie, nach einer Roman Polanski-Fantasie, wie er sich eine junge Frau vorstellt, die er gerne groomt, dass sie ihn irgendwann verfällt und alles hinter sich lässt, um mit ihm zusammen zu sein. Und that's just so weird. Würde Sarah das machen, hätte auch stärker als wir sind so einen viel krasseren Impact, wenn sie sich gegen ihren Vater auflehnt, gegen den Grafen auflehnt, um Alfred zu retten mit Professor Ambrosius. I would love to see that. Ich kann den Schwamm nicht finden. Macht nichts! Sarah? In einer anderen Version, wo ich die Motive genommen habe, neu verknüpft habe und probiert habe, das in die heutige Zeit zu ziehen, weil wir heute lieber Geschichten über starke Frauen haben wollen, statt von Frauen, die einfach nur Objekte von Männern sind und so benutzt und getweakt werden, wie Männer das gerne möchten, wäre es sehr einfach, Sarah zum Schluss den Tweak zu geben, dass sie die ganze Zeit den Graf gegroomt hat, dass sie mit ihrer Jungfräulichkeit praktisch wusste, we going hard candy hier, was er von ihr möchte und darum sich hat in sein Schloss führen lassen, ihn praktisch in die Falle gelockt, in diese Situation und als er sie zum Vampir macht, sie dann ein Vampir ist, sie ihn praktisch killt und dann die Vampire Mistress of the Castle wird. Wie soll das funktionieren? Wie knüpft das zusammen? Ganz einfach. Wir haben am Anfang diesen sinnlosen Satz von Jagal, der sagt, ein Kreuz wirkt nicht bei mir, ich bin ein jüdischer Vampir. Sarah ist Jagals Tochter, dadurch ist sie auch jüdisch. Wir sehen, dass im Endkampf im Original Tanz der Vampire alle Vampire durch ein Kreuz aber zurückgehalten werden können. Für Sarah würde das nicht gelten, weil sie auch jüdische Vampirin ist. Das heißt, sie hätte die Macht, alle anderen Vampire zu kontrollieren und würde über Graf Krollok stehen können. Das heißt, sie hätte sich ganz an die Spitze nach oben gekämpft und wäre praktisch die neue... Man könnte so viele geile Parallelen ziehen, auch in ihrem roten Kleid zu Blutgräfin. Ich finde auch hier wieder passt so gut. Was mich befreit, muss stärker sein, als wir es sind. Und auch dann wieder, um die Symbolkraft aufzugreifen, diese Sexualität, dieses Akzeptieren, dass ich selbstbestimmt sexuell bin, für sie als Frau in dieser Zeit, hätte halt so eine stärkere Aussage für uns, wenn wir das heute sehen würden und einen viel krasseren Realitätsbezug. Und ruin it for me, aber im Hintergrund könnte immer noch Alfred mit dem Grafen zusammen umhertanzen, weil er auch seine Sexualität durch den Biss eingesehen hat und dann sind die beide vielleicht ein Paar und die Diener der Mistress oder vielleicht auch nicht Diener, vielleicht ihre Best Friend. Okay, we're getting a bit ridiculous hier, aber ihr seht, wo ich hingehe. Für diese Variante habe ich sogar zwei Enden. Wir können das Ganze sehr tragisch enden lassen, nämlich Sarah, die dann einsieht, dass sie alles verloren hat und praktisch diese Kraft wollte, diese Macht wollte und dann an der Stelle von Graf Krollok ist, um zu sehen, ihr Vater ist gone und nur noch eine perverse Version von sich selbst. Alle, die sie geliebt haben, sind zu Vampiren und moralisch vollkommen, dass man sich fragt, okay, aber wo ist der Mittelweg? Muss es immer entweder das eine, diese komplette Tod-Sex- Lustsache sein oder die Wissenschaft oder gibt's irgendwo einen Common Ground, in dem wir uns treffen? Also, ja, wo sie nicht alleine, einsam und ihrer Gier erlegen ist. Und da finde ich richtig schön, wenn wir einen Reprise von Unstillbare Gier aus ihrer Perspektive hatten. Nach dem Motto, jetzt habe ich das, was ich wollte, aber es ist nicht das, was ich wollte. Und wir könnten on a very melancholic note enden, was, glaube ich, sehr schön wäre und das Stück nochmal ganz anders abrunden würde. Oder Ende 2, wie wir tatsächlich zum finalen Song kommen würden, wo wir gar nicht viel ändern müssen, wo sie praktisch diesen Moment hat, einfach diesen Twist-Moment, wo sie den Grafen überwältigt, in Abwesenheit von Alfred, in Abwesenheit von Alfred und praktisch zur Blutgräfin wird. Alfred beißt, wie in der Szene, die wir auch alle kennen, mit Sarah, bist du wach? Sind du überhaupt Sarah, bist du wach? Sarah, du bist schwach, ruh dich aus in meinem Arm.
und sie ihn aber nachher beißt und zum Vampir macht. Und wir dann zum Endsong kommen, was, glaube ich, aus ihrer Perspektive noch mal krasser und more empowering wäre, wenn wir dann alle weiblichen Vampire hätten, die zusammen das Finale singen und tanzen und die Männer eher als kind of their, nicht Slaves, aber als ihre Gehilfen, weil sie ja jetzt praktisch, wir sind ja jetzt aus dem Matriarchat in ein, ja, aus dem Patriarchat in ein Matriarchat gekommen, praktisch sie die Lead Voice wäre vorne und alle Frauen nach vorne kämen, ihre Mutter als Vampirin mittanzt, die das Assault-Opfer von ihrem Vater, die er immer belästigt hatte, und all die starken Female-Charaktere praktisch vorne sind und tanzen und bekämen wir dann noch den Bogen irgendwie hin, dass Alfred und der Graf zusammen mittanzen als Gay-Couple. Hätten wir auch diese Grundaussage wieder, die total durchkäme, wenn wir singen, nichts wie raus aus der Nacht in die Sonne, weil uns endlich keine Schranke mehr hält, weil die Frau sich über den dominierenden Mann, der sie die ganze Zeit groomen und manipulieren wollte, erhoben hatte und sexuell Stigma gebrochen wäre und wir einfach in eine Zeit voranschreiten, in der es liberaler für Unterdrückte ist. Der Grundtonus, den der Song ja eigentlich haben sollte, der aber eigentlich in dem Stück nicht sonderlich gut funktioniert, weil Sarah nachher wirklich nur noch ein kopfloses Püppchen ist, nachdem sie gebissen ist, in Trance von Männern hin und her gerissen wird, bis sie dann gebissen wird. Ich find's einfach super cool und stark. Die Frage bleibt immer noch, why so gay? Ich finde, Tanz der Vampire war schon immer ein sozialer oder ein gesellschaftlicher Kommentar. Dieses übertriebene, starke Frauending am Ende mit den Gays zusammen, finde ich, passt genau in diesen Parodie-Satir Ton, den das Stück ja von Anfang an hatte und den der Film damals schon hatte und den man sich ja beibehalten würde. Von daher könnte man so an kleinen Rädchen drehen und alles ein bisschen moderner machen. Würde das Stück so immer noch kommerziell erfolgreich sein? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist ein bisschen Comfort für alle Generationen, besonders weil sehr junge Leute und sehr alte Leute das Stück mögen. Leute, die sich zum ersten Mal mit Tod, Sexualität, Verlangen beschäftigen und Leute, die ihre alten Werte nicht hinterfragen wollen. Von daher glaube ich, die Version, die mir vorschwebt, ist eher eine more modern Version für Teenager und junge Erwachsene, die raus aus diesem Denkmuster kommen und Sachen hinterfragen, diese Gesellschaft hinterfragen und soziale Konstrukte challengen und herausfordern. Von daher glaube ich, ja, I don't know, ob es kommerziell so erfolgreich wäre, würden wir es so machen. Trotzdem würde ich es lieben, wenn Sarah einfach diesen Twist bekäme und selbst zur Vampir-Obergräfin werden würde, zur Blutgräfin, um Graf Krollock vom Thron zu stoßen. Das wäre ein minor Change, der, finde ich, für mich die Story schon resolven würde und wenigstens eine klare Aussage am Ende hätte. Mehr als, okay, sie mag den einen nicht, aber den anderen, und dann nimmt er sie mit, manipuliert sie, aber der andere, der gibt einen Fick drauf, dass er nicht gemocht wird und nimmt sie sich trotzdem zurück und nachher ist sie auch ein Vampir und alle sind am Arsch. I don't get that. Ich glaube, das provoziert ganz, ganz viele Hasskommentare, die sagen, wie kannst du nur, du hast das Stück einfach nicht verstanden, aber das wird es immer geben. Und wir sind hier auf dem Kanal, um zu diskutieren, von daher sagt mir gerne in den Kommentaren, was ihr problematisch seht, was ihr anders sehen wollen würdet, aber auch, was ihr komplett anders seht und wo ihr mir komplett widerspricht, und lasst uns gerne darüber diskutieren, denn ich habe total Bock darüber zu diskutieren, denn das war ja einfach nur irgendwelche Sachen, die ich mir kurz zusammengereimt habe in meinem Kopf, versus Jahre Produktion, die hinter dem Stück stehen. Okay, 2 Jahre Produktion, was extrem wenig für ein Musik ist. Und ich finde, it shows in the story, but just my 2 cents. Von daher, wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, checkt gerne auch mal mein Patreon aus. Denn mit so einer kleinen Community wird sich das vermutlich nicht lange tragen, wenn nicht von außen irgendwie die Unterstützung kommt, um diesen Kanal am Leben zu halten. Ich als Kind hätte mir gerne einen Platz gewünscht, wo ich Musicals diskutieren kann mit anderen Leuten. Darum habe ich den Kanal aufgemacht, aber bin auf euch angewiesen, dass der weiter existieren kann. Checkt den Link in der Videobeschreibung, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Tschüss.